Nominiert für ihr schnelles Auffassungsvermögen ist Nora Furrer. Ihre Idee rettet einer Frau bei einem Brand das Leben. Zivilcourage bedeutet für mich, dass man sich nicht nur für sich einsetzt, sondern für andere Leute einsetzt. Sei das jetzt, wenn es um Leben und Tod geht oder auch, wenn es darum geht, dass jemand falsch oder schlecht behandelt wird. Also es hat so angefangen, meine zwei Mitbewohnerinnen sind auf dem Balkon gesessen. Und dann kommt die eine Mitbewohnerin kommt hier ins Wohnzimmer rein und fragt, was ist die Nummer der Feuerwehr? Und dann bin ich zum Balkon zuerst. Und dann habe ich sie gehört sagen, wie es brennt, ja, wir müssen etwas machen. Und dort ist eine Frau im vierten Stock auf dem Fenster, sind sie schon so am Vorlehnen und mit den Kindern ihr hat wirklich schon rausgeraucht und brennt. Und für mich war klar, dass in diesem Moment die Frau muss innerhalb nützlicher Frist pumpen können. Und dann hast du Geistesblitz und Matratzen, was das Einzige ist, was ich mir irgendwie denken konnte, dass es noch irgendetwas helfen kann. Und dann habe ich allen, die rundum gestanden sind, gesagt, einfach Matratzen holen, so schnell es geht, möglichst viel. Ich wusste, ich muss jetzt den anderen sagen, was sie machen müssen in diesem Moment, weil sonst niemand etwas macht. Angst um mich hatte ich in diesem Moment wirklich gar nicht, weil es ist nicht um mich ging. Ich hatte ja, Angst um sie vor allem. Meine Idee hat ihr vielleicht das Leben gerettet, weil ich jetzt das Gefühl habe, ja, ich bin jetzt eine Lebensretterin. Ich bin einfach der Überzeugung, dass das normal sein sollte für jeden Menschen, dass man einfach hilft, wenn man helfen kann. Mein Name ist Nora Furrer. Und für mich ist das Leben das grösste Geschenk. Und darum ist es mir so wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, sein Leben zu leben.